Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von... Hä? Wer bist du denn, Alter? Ja gut, entschuldigt die Störung. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Freunde. Heute mal wieder ein klassischer Money Guide. Denn es soll heute mal um den Diamond Casino Heist gehen. So wie sich das der ein oder andere von euch auch schon gewünscht hatte. Und wie man den am besten durchläuft, um es möglichst schnell und einfach zu haben. Und um natürlich möglichst viel Cash rauszuholen am Ende. Aber auch vor allem, damit das Ganze nicht so endet wie bei uns, als wir den das erste Mal ganz ohne Anleitung oder irgendeinen Plan machen wollten. Oh nee, die Sicherheitskamera eine Leiche entdeckt. Ich aber dann... Oh. Ja gut, war dennoch ganz lustig auf jeden Fall damals. Wer Bock hat, sich das Best-of von diesem katastrophalen ersten Heist-Durchlauf nochmal zu geben, schaut doch gerne da vorbei. Außerdem, kleiner Reminder noch, heute Abend etwa 20 Uhr bin ich wieder live auf Twitch. Kommt rum, ich würde mich freuen. Folgt mir auch gerne rein auf Instagram, um diesbezüglich nichts weiteres mehr zu verpassen. So, und dann würde ich sagen, legen wir auch zügig mal los mit dem eigentlichen Videoinhalt. Let's go. Was braucht man denn überhaupt, um den Diamond Casino Heist machen zu können? Richtig, eine Spielhalle. Die bekommt ihr auf der Maze Bank Foreclosures Webseite und ich empfehle euch da, eine der drei oberen in Los Santos zu nehmen, also Video Gaddon, 8-Bit oder Insert Coin. Das wird euch dann also so zwischen etwa 1,8 bis etwa 2,5 Millionen kosten, je nachdem, welche ihr davon nehmt. Für die meisten wird der Hauptgrund sein, sich die Spielhalle zu kaufen, den Diamond Casino Heist spielen zu können. Da macht dann wahrscheinlich Video Gaddon am meisten Sinn, weil die einfach am nächsten zum Casino liegt. Ich persönlich habe aber die Insert Coin, weil es mir damals primär um das Hauptkontrollterminal ging. Mehr Details dazu und allgemein zur Immobilie der Spielhalle findet ihr in meinem bereits hochgeladenen Spielenhallen-Guide. Also schaut da auch gerne vorbei, falls ihr da noch mehr Infos braucht. In diesem Video soll das Hauptthema ja mal speziell der Casino-Heist sein. Um diesen dann zu starten, müsst ihr unten in eurer Spielhalle an die Planungstafel gehen und das Ding starten. Noch kurz vorab, für das Heist-Finale braucht ihr Minimum 2 Leute, maximal 4, aber sämtliche Vorbereitungen könnt ihr theoretisch solo machen. Klar, geht auf jeden Fall schneller, wenn man nicht alleine ist, aber solo ist auf jeden Fall möglich für die Vorbereitungen. Es ist aber eben leider keine vollständig Solo-Geldmachmethode. Deshalb kommt das Video dazu auch jetzt erst, weil ich das Ding selber ewig außen vor gelassen hatte. Aber ich muss sagen, es macht wirklich Bock und auch die Bezahlung ist echt top, wenn man es richtig macht. Also das Ganze ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen als sehr gute Geldmachmethode, auch wenn es natürlich nicht an den Cayo Perico heißt, rankommt. Auch noch geil, ihr braucht dazu keine öffentliche Lobby, sondern könnt das Ganze gemütlich in einer privaten Lobby machen. Das heißt, der in meinem 10 Tipps für Anfänger-Video erklärte Solo-öffentliche Lobby-Glitch wird nicht benötigt, was eigentlich auch mal ganz entspannt ist. So, jetzt zu den Vorbereitungen. Das erste, was ansteht, ist das Casino auszuspähen. Wenn ihr euch eine Spielhalle kauft, müsst ihr zur Einrichtung, soweit ich weiß, eh einmal zum Casino und das ausspähen. Also wird das eigentlich erledigt sein. Wichtig ist nur, dass ihr den Sicherheitstunnel ausspäht. Der ist unten in dem Tunnel, der zur Reiterbahn führt. Und dann auch wichtig, dass ihr den Ausgang vom Personalraum habt. Aber das solltet ihr nach der Einführungsmission eigentlich eh schon haben, soweit ich mich erinnere. Dann kommt als nächstes natürlich, den Tresorinhalt mal abzuchecken. Also was ihr euch überhaupt da rausholen könnt. Wenn ihr zu zweit unterwegs seid, ist das Beste eigentlich die Kunstwerke. Die hatte ich auch in meinem Fall glücklicherweise, weil es einfach am schnellsten geht und wenn man dann zu zweit ist, ist es eben wichtig, schnell zu sein, um überhaupt den ganzen Tresor leer zu bekommen in der Zeit, in der man nachher dann im Tresor ist. Also, das macht ihr schnell, Tresorinhalt ausspähen und dann müsst ihr eigentlich nur kurz ins Casino, die Kameras anzapfen und dann im Tresorraum kurz gucken, was da eben rumliegt, dann könnt ihr auch schon wieder gehen. Als nächstes müsst ihr dann eine der drei Herangehensweisen wählen und da nehmen wir ganz klar die Riesenschwindelmethode. Das ist auf jeden Fall die einfachste Methode. Problem ist leider, dass wenn ihr einmal zum Beispiel mit der Riesenschwindelmethode den Heist macht, dass ihr dann beim nächsten Mal eine andere Herangehensweise wählen müsst. Da würde ich dann immer empfehlen, als Abwechslungsmethode die still und leise Herangehensweise zu nehmen. Die ist auf jeden Fall auch gut machbar, nur eben nicht ganz so chillig wie der Riesenschwindel. Ich werde später nochmal kurz auf die Methode eingehen und auch da die wichtigsten Punkte kurz durchgehen. Einfach der Vollständigkeit halber, damit das Video auch komplett als Guide angesehen werden kann und nicht nur so halbvollständig ist. Weil eben, wie gesagt, man ist eigentlich gezwungen, mit Herangehensweisen sich abzuwechseln, weil man einfach nicht jedes Mal die Riesenschwindelmethode nehmen darf. Kommen wir jetzt zur Ausrüstungstafel, also eine Tafel weiter rechts als die Planungstafel. Dort habt ihr jetzt die Möglichkeit, eure Crew zusammenzustellen. Für den Fahrer und den Schützen solltet ihr auf jeden Fall immer den schlechtmöglichsten nehmen, also der, der am wenigsten Anteil bekommt, sprich die beiden mit je 5%. Beim Hacker solltet ihr im Gegenteil aber gucken, dass ihr den möglichst besten nehmt, also der, der die meisten Prozente bekommt. Einfach weil der Hacker euch hilft, dass ihr mehr Zeit im Tresorraum habt und somit wertvolle Zeit, um möglichst viel Beute mitzunehmen. Standardmäßig ist der Beste der Hacker mit den 7% Anteil, aber es gibt auch noch Möglichkeiten, um einmal die Paige Harris und dann noch den Avi Schwarzmann freizuschalten. Die Paige ist die zweitbeste Hackerin, bekommt 9% und der Avi ist der bestmöglichste Hacker, der bekommt 10%. Um die Paige freizuschalten, müsst ihr, soweit ich weiß, einen Nachtclub und einen Terabyte besitzen und um den Avi freizuschalten, müsst ihr einmal die Störsender in Los Santos zerstören. Ich hatte das zum Glück einmal aus Langeweile gemacht, ohne dass ich wusste, was es mir letztendlich bringt und habe zum Glück den Avi Schwarzmann deswegen freigeschaltet. Der verschafft uns nämlich 3 Minuten 30 Sekunden im Tresorraum, die Paige 3 Minuten
Sekunden und 25 Sekunden und der standardmäßig Beste, also der Christian Fels, verschafft einem 2 Minuten 59 Sekunden. Und ich sag mal, die 30 Sekunden Unterschied machen dort unten auf jeden Fall viel aus. So, das war's zur Crew. Dann geht's jetzt weiter zu den übrigen Ausrüstungsmissionen. Dort seht ihr ja, gibt es Missionen, die mit einem gelben Post-it mit Sternchen markiert sind. Das sind die Pflichtmissionen, also die müssen gemacht werden. Da geht es lediglich noch darum, wenn mehrere vorhanden, die richtige Variante auszuwählen. Da gibt es einmal die Mission für die unregistrierten Waffen. Ich nehme da immer die Mikro-MP. Also startet ihr die Mission, macht das kurz und weiter geht's. Wie gesagt, die sind alle solo machbar, die Vorbereitungs- und Ausrüstungsmissionen, aber können halt auch echt nervig sein alleine. Zum Beispiel, wenn ihr eben zweimal über die Map fliegen müsst, weil ihr eben zwei Ladungen Waffen holen müsst, wie das zum Beispiel bei mir war, das bockt dann einfach nicht. Also im Optimalfall macht es nicht alleine, sondern schnappt euch ein oder auch mehrere Kollegen, die euch dabei helfen, dann geht das auch wirklich ruckzuck. Ich habe mir dann auch nach dieser Mission den lieben Jan geschnappt. Ja genau, der Typ hier. Ach, das ist eine Cam halt, gell, über uns. Die sieht mich ja nicht. Der hat sich erbarmt, das Ganze ab da bis zum Finale mit mir durchzuziehen. Spätestens beim Finale braucht ihr ja mindestens einen Kollegen. Also Doc, Kuss geht nochmal raus für deine Mithilfe. Sehr ehrenwert. So, dann kam als nächste Mission die Besorgung der Fluchtfahrzeuge. Dort nehme ich immer die Sentinel. Auch da, weil man immer zwei klauen muss. Einfach praktischer, wenn man das Ganze nicht alleine erledigen muss. Und dann geht es auf jeden Fall auch zügiger. Also ihr holt euch die Dinger und packt die in eure Spielhalle. Dann müsst ihr noch das Hackergerät besorgen. Da haben wir einfach drauf geachtet, unentdeckt zu bleiben. Dann ging das auch echt fix und war nicht so wirklich stressig. Also, das haben wir schnell erledigt. Damit hatten wir die drei Stunny-Sachen mal fertig. Jetzt müsst ihr noch das Einbruchsoutfit besorgen. Da einfach immer drauf achten, dass wir bei dieser Methode das Gruppe 6 Outfit auswählen. Also nicht das Bugstars oder das Wartungsteam, sondern Gruppe 6 nehmen. Und dann auch noch darauf achten, dass ihr zwei Missionen da erledigen müsst, um diese Ausrüstung zu bekommen. Als nächstes steht noch an, den Tresorraumbohrer zu besorgen. Da gibt es keine Varianten, also einfach die Mission starten und erledigen. Bei der Schlüsselkartenmission ist es das gleiche. Da könnt ihr auch nichts anpassen, aber ihr müsst die eben erledigen. Also das auch auf jeden Fall kurz machen. Und dann jetzt wieder sehr wichtig, und zwar das Fluchtoutfit. Und da empfehle ich euch bei der Riesenschwindelmethode das Noose-Outfit zu nehmen. Ist einfach am besten zur Flucht nachher. Das heißt, da wieder darauf achten, dass ihr das Richtige auswählt und dann die Mission erledigen. Kommen wir jetzt noch kurz zum Sicherheitspass. Der ist auch sehr wichtig und achtet da immer darauf, dass ihr den Pass der Stufe 2 besorgt. Also das muss vom Bild her so aussehen wie bei mir. Also mit dem Empfangsdude und der Dame am Poker- oder Blackjack-Tisch. Dann seid ihr da auf dem richtigen Weg. Zu guter Letzt könnt ihr, wenn ihr noch wollt, die Bohrmaschinenmission machen. Damit könnt ihr nachher, wenn ihr unten im Tresorraum seid, einfach noch die Schließfächer aufbohren und ein bisschen extra Cash rausholen. Gerade wenn ihr viele Leute seid und noch viel Zeit übrig habt am Ende, macht das auf jeden Fall Sinn. Es ist jetzt auch kein Weltuntergang, meiner Meinung nach, die nicht dabei zu haben, einfach weil das Geld aus den Schließfächern jetzt meistens nicht wirklich viel ist und man das eh erst am Ende machen sollte, wenn man die Hauptbeute schon eingesammelt hat. Und manchmal hat man am Ende einfach keine Zeit mehr, deswegen ist es dann auch nicht so schlimm. Was ihr aber auf jeden Fall nicht machen müsst, ist die Sicherheitsinfo, Duggins Lieferung und die Patrouillenrouten. Ihr seht bei mir, ich habe zwar die Sicherheitsinfo mal gemacht, in dem heißt, aber die tut eigentlich nicht wirklich nötig. Dadurch werden euch auf der Minimap zwar die Kameras und deren Sichtkegel angezeigt, aber so mega wichtig ist das gar nicht, weil euch die Kameras eh nicht sehen, wenn ihr einfach nicht stehen bleibt und einfach schnell durch das Sichtfeld durchrennt. Und ja, als Gruppe 6 sehen die euch eh nicht. Außerdem ist die bestimmt bei manchen von euch noch gar nicht freigeschaltet, weil dazu müsst ihr einmal die Casino-Missionsreihe durchgespielt haben, also die, wo ihr diesen tollen gepanzerten Paragon R bekommt. Deswegen, falls ihr die noch nicht habt, macht euch keine Sorgen, es geht auch ohne. So, und damit hätten wir dann alle Vorbereitungs- und Ausrüstungsmissionen, die man braucht, erledigt und könnten weitermachen mit dem eigentlichen Heist. Da geht ihr jetzt ganz rechts auf die Finaltafel, also auf die dritte der drei Tafeln und geht auf Starten. Dann könnt ihr jetzt noch ein paar wichtige Details für das Finale einstellen. Dort werden euch die Anteile der Mitspieler angezeigt und ihr könnt die anpassen. Wichtig ist dann da, dass alle bereit drücken und dass ihr das bis zum Ende des Zeitlimits erledigt, sonst geht das wieder nur auf den ursprünglichen Wert zurück und könnte eure Mitspieler verärgern. Wichtig aber noch sind die richtigen Einstellungen, und zwar geht es da los mit dem Einbruchsoutfit. Dort wählt ihr dann logischerweise Gruppe 6 aus und dann schlägt es euch auch schon den Sicherheitstunnel als Eingang vor, was auch so passt. Dann wählt ihr bei Ausgang noch den Personalraum und als Fluchtoutfit die Noose-Ausrüstung. Und als letztes dann noch bei Käufer immer weit einstellen, weil der am meisten Geld gibt. Diese beiden Zusatzdinger unten rechts braucht ihr nicht kaufen, die bringen euch nichts wirklich. Und dann habt ihr auch schon alles Wichtige und könnt das ganze Ding beginnen. Also ihr fahrt einfach los zum Casino, müsst dort zum Sicherheitstunnel. Für die, die von der Spielhalle Video Ganon kommen, die ja für den Heist am besten liegt, ihr werdet da von unten tendenziell kommen. Da gibt es so einen kleinen Bug, dass ihr da neben dem Casino in diese eine Wand reinfahren könnt und dann die Animation gleich startet. Also ihr sozusagen ein bisschen das Ganze beschleunigt. Ich finde es ganz lustig, nur als kleiner Hinweis, es spart euch vielleicht ein paar Sekunden, aber ihr könnt natürlich auch einfach ganz normal hinfahren. Von meiner Richtung aus hat das eh nicht wirklich Sinn gemacht, aber ich wollte es euch auf jeden Fall zeigen. Wenn ihr dann drin seid, müsst ihr einfach dort in der gelben Markierung parken und dann einfach so, wie ihr es bei mir im Hintergrund seht, einfach durchrennen unten zum Tresor. Da ihr ja getarnt seid, gibt es da keine Probleme und keiner erkennt euch, also alles easy. Einfach gucken, dass ihr da keine Leute anrempelt. Dann bei der Tür, die ihr zusammen öffnen müsst, einfach kurz
kurz absprechen, dass ihr es möglichst zeitgleich macht, sonst geht's nicht. Ihr lauft dann einfach durch den Tunnel lang, haut dem einen Kollegen, der euch da noch netterweise den Tresor öffnet, einen über den Dötz. Und dann seid ihr auch schon im Tresor. Also es geht alles ganz easy und mega schnell, würde ich sagen. Am besten vorher absprechen, wer von euch hackt und wer von euch einsammelt. Da drin dann eben beeilen und das Ganze erledigen. Kurzer Disclaimer, ich bin kein mega Hack-Profi, deswegen war ich da jetzt auch nicht so richtig schnell. Und wir hatten zusätzlich noch auf Hard-Mode gestellt, weshalb immer zwei Fingerabdrücke statt nur einem zu hacken waren. Und das zieht schon einiges mehr Zeit, vor allem wenn man nicht so ein Profi ist wie ich. Wir haben das jetzt einfach so gemacht, dass ich alles aufgehackt habe und Jan alles eingesammelt hat. Ich denke, zu zweit macht das so am meisten Sinn. Und dann guckt man einfach, wenn am Ende noch Zeit übrig ist, die Schließfächer möglicherweise noch mitzunehmen. Denn wenn man jetzt im Normalmodus ist und halbwegs zügig unterwegs ist und Kunstwerke hat, ist man, denke ich, schon deutlich vor Ablauf der Zeit fertig und hat dann noch die Möglichkeit, das auch zu tun. Bei uns war das jetzt leider etwas knapp, deswegen konnte ich jetzt keine Schließfächer mehr öffnen. Theoretisch besteht aber auf jeden Fall die Möglichkeit, und das sind dann diese rot leuchtenden Schließfächer, da einfach hingehen und die Dinger aufbohren. Achtet halt immer auch auf die Zeit, die Animationen benötigen, dass ihr rechtzeitig aufhört und abbrecht, weil ihr müsst selber darauf achten, dass ihr vor Ablauf der Zeit unten aus dem Tresorraum rauskommt, um da weiterhin unentdeckt zu bleiben. Wir rennen immer so spätestens bei 20 Sekunden wieder raus, um da einfach sicher zu gehen. So, dann geht's da wieder zurück durch die Schleuse, wie gehabt. Und auf dem Rückweg könnt ihr auch unten einfach wieder durchlaufen, weil ihr immer noch nicht entdeckt wurde. Dann natürlich wieder zurück übers Treppenhaus nach oben, aber ein Stockwerk höher als das, wo ihr reingekommen seid. Und ab da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Ihr bekommt zwar 5 Sterne, aber ihr seid noch nicht entdeckt. Heißt aber, die Wachen und Kameras dürfen euch nun nicht mehr sehen. Am besten, ihr wartet dann noch auf die eine Wache im Treppenhaus, bis die um die Ecke kommt. Dann könnt ihr die erstmal abnocken und habt dann da mal kurz Zeit, euch zu berappeln. Ihr könntet theoretisch dann rechts durch die eine Tür durch. Seht ihr dann aber, ob da vielleicht ein Wagen davor steht oder nicht. Der blockiert euch leider, dann könnt ihr leider nicht wegschieben. Fragt nicht warum, dann müsst ihr leider die andere Richtung gehen. So wie auch bei mir. Aber auch das ist eigentlich kein Stress. Lauft dann einfach dort einmal außen rum, passt auf die eine Kamera auf. Macht es da am besten so, dass wenn die Kamera wegschaut, ihr da schnell hinschleicht, euch unter die Kamera stellt und wenn das Sichtfeld wieder sich wegbewegt, ihr weitergeht und dann passiert euch da nichts. Dann geht ihr da durch die Tür und gleich wieder links durch die Tür und haut schnell dem Typen da um, der sich da immer hin und her bewegt. Bei mir war das Ganze ein bisschen knapp, aber hat gerade noch so gereicht, ohne entdeckt zu werden. Da haben wir es jetzt so gemacht, dass wir kurz um die Ecke geguckt haben, wann die nächste Wache sich von uns wegbewegt, um dann schneller an ihm vorbeizuschleichen und in den Wäscheraum zu gelangen. Dort können wir dann nämlich die Fluchtkleidung, also die Noose-Ausrüstung, uns anziehen. Wichtig ist auch zu sagen, nur wenn ihr unentdeckt bleibt, könnt ihr euch diese Kleidung holen. Sobald ihr entdeckt werdet, verschwindet die von der Map und ihr könnt euch nicht mehr nehmen. Deswegen schön vorsichtig, Freunde. Wenn ihr die Kleidung dann aber anhabt, seid ihr wieder etwas sicherer und getarnt, solange ihr im Casino seid zumindest. Dann geht's wieder den Weg zurück, den ihr gekommen seid, weil ihr jetzt noch am besten kurz die Tageseinnahmen mitnehmen solltet. Wie gesagt, Kameras und Wachen sind im Casino jetzt kein Problem mehr. Solange ihr da keinen irgendwie dumm anrempelt oder so, sollte euch nichts passieren. Geht in diesen Kontrollraum und dann knockt jeder von euch einfach kurz einen um und dann könnt ihr euch in Ruhe noch den Tresor nehmen. Dazu drückt einfach einer von euch den Knopf im Kontrollraum und der andere macht den Tresor leer. Ist jetzt oft nicht so die Megabeute, aber kann auf jeden Fall nicht schaden. Als nächstes einfach rausgehen durch den Personalausgang, so wie ihr es bei uns im Hintergrund seht, und alles easy. Draußen seid ihr dann zwar erstmal auch immer noch nicht entdeckt, aber die Tarnung hilft euch nicht mehr, wenn ihr entdeckt werdet. Das heißt, aufpassen, wenn ihr den Laufweg genauso nehmt wie wir, also zwischen Soldat und Panzerwagen durch und dann einfach geradeaus, dann passt das. Wir rennen jetzt so schnell wie möglich zu unserem Fluchtwagen. Wenn ihr da über dem Parkplatz seid, müsst ihr gegebenenfalls an der Straße den anderen Typen gegenüber noch umnocken. Der Rest sollte euch eigentlich nicht sehen. Müsst ihr natürlich immer gucken, wie es bei euch die Situation gerade ist. Aber auch falls ihr jetzt entdeckt werdet, könnt ihr natürlich sagen, scheiß drauf, ich finde das immer nicht so mega schlimm. Ihr könnt euch natürlich aber auch nochmal respawnen lassen und das Ganze so gut es geht unentdeckt zu versuchen. Also, so schnell es geht zum Fahrzeug rennen und dann als nächstes zügig zum Polizeirevier gegenüberfahren. Dort werden wir uns nämlich ein Heli klauen und dann damit abhauen. Guckt einfach, wie wir im Hintergrund gefahren sind oder einfach je nach Situation bei euch. Fahrt woanders lang, falls euch da irgendwie Cops entgegenkommen oder so. Dann fahrt am besten in die Einfahrt dieses Polizeireviers rein. Ihr könnt auch einfach von oben rein. Wir haben es jetzt aber mal so gemacht, weil ihr dann, wenn ihr da direkt an der Wand parkt, raus spawnt und somit schneller aussteigt. Und dann klettert ihr einfach dort das Polizeirevier hoch und immer weiter bis zum Heli. Wie gesagt, falls ihr da jetzt entdeckt werdet, das passiert oft. Scheißt einfach drauf, beeilt euch oder killt kurz die Leute aus dem Heli, so gut es geht. Aber ich bevorzuge einfach schnell wegzurennen, auch selbst wenn ich entdeckt wurde, und schleunigst in den Heli reinzusteigen und dann weg. Die paar Moneten, die ihr da vielleicht verliert durch ein paar kassierte Hits, die machen eigentlich nicht viel aus. Wichtig ist einfach meiner Meinung nach nur, dass ihr beim Hochklettern auf das Dach dann nicht zu hektisch seid und dumm irgendwie runterfallt. Das wäre dann nämlich schon ein bisschen Lash. Ja, und dann eben den Heli schnappen und wegfliegen und die Polizei loswerden. Dann bringt ihr das Ganze zum Treffpunkt mit euren Käufern und das Ganze ist erledigt. Und ja, dann seht ihr, jeder von uns knapp eine Mio gemacht. Also die Bezahlung ist echt auch ganz ordentlich. Kommt wie gesagt nicht an den Caio Perico, heißt er ran. Aber bis der kam, war es, soweit ich weiß, die beste Geldmachmethode. Weil man da eben, je nachdem wie einstudiert und gut man überhaupt ist oder wie viele Leute man noch ist, das Ganze
Ganze durchaus in 2 bis 2,5 Stunden machen kann anscheinend. Und das ist dann schon auf jeden Fall ein ganz guter Stundenlohn, würde ich sagen. Mir macht der Heist auf jeden Fall sehr Bock und ich bin auch froh, dass ich den nach so langer Zeit selber mal für mich entdeckt habe. Und ja, ich finde, er bringt auch, sagen wir mal, eine halbwegs konkurrenzfähige, aber auch vor allem spaßige Alternative zum Cayo Perico Heist mit sich und sorgt aber auch einfach, wie gesagt, für ein bisschen Abwechslung. Ist ja auch schon ewig draußen, das Ding. Aber ich dachte mir trotzdem, ein Video dazu schadet nicht. Und vielleicht bringt der Guide hier ja doch noch dem einen oder anderen was, der noch weniger Plan von GTA hat als ich. Ganz fertig mit dem Video sind wir aber noch nicht. Wie vorhin schon gesagt, muss man ja leider immer die Herangehensweise abwechseln und kann nicht nur die eben erklärte und einfachste Methode machen. Deswegen empfehle ich das Ganze noch mit der still und leise Herangehensweise abzuwechseln. Die ist eigentlich auch echt gut machbar. Deswegen will ich sie hier im Schnelldurchlauf einfach mal kurz grob durchgehen. Da bin ich jetzt kein Pro, also kann sein, dass gerade vom Vorgehen im Casino es da bessere Moves gibt. Aber so hatten wir es im Streamer gemacht und das ging eigentlich klar, also let's go. Die Vorbereitungen gehen eigentlich gleich wie auch bei der anderen Methode, also Crew gleich wie vorhin machen. Dann bei den Ausrüstungsmissionen müsst ihr logischerweise wieder alle Pflichtdinger erledigen. Wichtig dann auf jeden Fall noch die Patrouillenrouten machen und auch wieder sehr wichtig der Sicherheitspass Stufe 2. Sicherheitsinfo ist wieder ähnlich wie bei der anderen Methode. Falls ihr sie freigeschalten habt, könnt ihr sie machen, aber es ist auch nicht schlimm, wenn ihr sie nicht habt. Hier wäre sie vielleicht ein bisschen nützlicher als bei Riesenschwindel, aber eigentlich braucht ihr die nicht. Und auch bei den Bohrern, die empfehle ich immer mitzunehmen für die Extrabeute, aber auch hier, wenn ihr sie nicht habt, halb so wild. Was ihr nicht braucht, sind Duggins Lieferungen, das EMP-Gerät und die Einbruchsanzüge. Dann bei den Finaleinstellungen stellt ihr jetzt bei Eingang und auch bei Ausgang den Personalraum ein. Logischerweise wieder der Käufer auf weit und den Rest braucht ihr auch hier nicht. Beim Finale würde ich sagen, lasse ich das Ganze mal im Hintergrund laufen, so wie gerade eben auch. Wir haben leider selber ein paar Versuche gebraucht, aber eigentlich ist, wenn man alles richtig macht, auch da der Laufweg recht simpel. Man muss eben ab und zu ein paar Wachen ausschalten und auf ein paar Kameras aufpassen und kann nicht so einfach durchrennen wie beim Riesenschwindel am Anfang. Gerade beim Eingang ist es wichtig, dass ihr da nicht durch den Metalldetektor geht, sondern erst elektroschockt. Wir haben es so gemacht, dass wir erst die 2 Wachen am Tresen ausgeschalten haben, dann den Detektor geschockt und dann durch und gleich links die Kamera auch noch geschockt. Dann sind wir da erstmal safe im Eingangsbereich. Dann kann man die Leute im Kontrollraum killen und dann durch. Und je nachdem, ob dann da draußen einer kommt, warten, bis der vorbeiläuft und dann außerhalb des Kamerasichtfelds umnocken. Ansonsten wie bei uns einfach, da kam der irgendwie nicht mehr. Und dann bin ich auch einfach so direkt zu den Tageseinnahmen durchgesprintet und hab mir die geholt. Wenn ihr dann weitergeht, runter durch das Treppenhaus nach unten, kommt euch eine Wache entgegen. Da einfach gefasst drauf sein und umhauen. Und dann kommt auch noch eine Kamera. Da müsst ihr euch aber keine Gedanken machen. Denn wichtig ist nur, dass ihr nicht in den Kamerasichtfeld stehen bleibt, also rennt da einfach schnell durch, am besten einzeln, dass ihr euch nicht gegenseitig behindert und dann passt das. Unten müsst ihr natürlich noch auf die Kamera achten, wenn ihr auf der linken Seite da durch wollt, dass ihr wieder zügig durchrennt, einfach nur bewusst sein, dass da eine ist, da passiert euch wie gesagt nichts, wenn die euch sieht, solange ihr nicht stehen bleibt. Und dann direkt nach dieser ersten Schleuse dem Dude da im kleinen Raum links um die Ecke umlocken und dann da erstmal sich sammeln. Das sieht man leider im Gameplay nicht, weil ich erst später runterkam, aber ich hoffe, ihr wisst, wo ich meine. Wenn ihr dann alle in diesem kleinen Raum da links seid, könnt ihr, wie im Hintergrund zu sehen, die 2 Wachen am Tresen noch ausschalten und noch die Cam. Die macht auf jeden Fall Sinn, wegzumachen. Wie gesagt, es gibt bestimmt noch bessere Wege, aber ich hoffe, dass der grobe Ablauf halbwegs ersichtlich ist aus dem Gameplay. Ihr müsst dann eben wieder erstmal durch den Tunnel und durch die Schleuse, wie auch beim anderen Gameplay. Da passiert euch eigentlich auch nichts. Ihr müsst dann eben den Tresor selber aufbohren. Da öffnet euch keiner entspannt die Tür, so wie vorhin. Dann im Tresorraum ist aber eigentlich wieder alles gleich. Also wieder absprechen und das Ding leer machen. Wenn ihr dann rauslauft, müsst ihr aber eben schon unten aufpassen. Und da immer ganz wichtig die Wand küssen, wenn ihr an der Kamera vorbeiläuft, damit ihr euch nicht sieht. Shoutout an Ali. Und dann wieder die Treppe hochrennen und bei der Cam drauf achten, dass die euch nicht sieht. Also nicht stehen bleiben. Und dann wieder in den Kontrollraum rein. Am besten zu zweit schnell, um die Wachen auszunocken drinne. Und das Coole ist, da wir ja auf dem Hinweg, wie ihr ja gesehen habt, von oben kamen, konnten wir da einmal die Tageseinnahmen mitnehmen und jetzt können wir es auch noch auf dem Rückweg nochmal machen. Die ganzen Dollars einsacken, ist auf jeden Fall geil. Wir Pros wurden dann leider doch entdeckt, als wir am Ende rausgerannt sind, aber das war uns dann einfach egal und wir sind einfach rausgerannt. Draußen sind wir dieses Mal dann über die Pferderennbahn. Wie gesagt, wir wurden ja schon gesehen und wenn man da dann an der Pferderennbahn einfach ganz rechts am Zaun entlang rennt, dann kriegt man keine Schüsse ab meistens. Also da einfach lang sprinten, den ein oder anderen, der euch dann doch auf dem Weg entgegenkommt, erledigen logischerweise, am besten mit dem Headshot direkt und sonst einfach zügig zu den Autos rennen oder auch ein Fahrzeug stehlen, wenn das näher ist. Theoretisch könnt ihr auch da bei dem Alice River in den Tunnel rein, um zu flüchten und dann später einfach mit dem Auto die Ware abliefern. Aber wir haben gesagt, wir machen trotzdem die Heli-Methode, weil die einfach schneller geht und wir haben uns dann den Weg dorthin durchgebahnt. Ihr seht, man kann auch von der anderen Seite dort oben kommen beim Polizeirevier. Haben uns den Heli geschnappt und sind dann abgehauen. Genau, und das war's so grob und schnell zur Still- und Leise-Methode. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu schnell überflogen war, aber da bin ich wirklich kein Experte und ich denke, der Laufweg sollte trotzdem halbwegs sinnvoll sein. Und mir war auf jeden Fall wichtig, hier mal die beste Methode vom Diamond Casino heißt,
ist, abzudecken. Und ich denke, wie gesagt, mit den schnellen Infos am Ende sollte auch die zweite Methode eigentlich machbar sein. Dann würde ich sagen, reicht es aber auch mal mit dem Video hier. Das war, glaube ich, lang genug. Wie gesagt, mag sein, dass es bessere Durchläufe gibt, die mehr Meta sind und mehr Speedrun-mäßig. Ein paar Details noch sinnvoller oder auch vom Laufweg einfach her besser. Aber ich denke, so als Anfängerguide sollte das hier auf jeden Fall genügen, um den Heist gut durchspielen zu können. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Gebt auf jeden Fall Bescheid, falls ich was falsch erklärt habe oder vergessen habe. Einfach ab damit in die Kommentare, um euch gegenseitig zu helfen. Und gebt auf jeden Fall auch gerne einen Daumen nach oben, Dogs. Ich würde mich freuen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Ich wünsche euch was, Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao.